Einen schönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp Tutorial. Ich werde mit euch heute etwas genauer die if-Abfrage besprechen. Und die ist, wie die letzten paar Teile schon, sehr einfach. Also wir haben bis jetzt schon etwas, also wir haben bis jetzt schon Programme geschrieben, die Dinge tun, aber wir haben noch nichts, wir haben das Programm noch keine Entscheidungen treffen lassen. Also wir haben zwar schon einen einfachen Input und Output, also wir könnten schon programmieren, dass jemand etwas in die Konsole eingibt und wir machen etwas mit diesem, mit dieser Eingabe und geben sie dann wieder aus. Aber wir haben noch nicht zum Beispiel die Überprüfung einer Länge eines der Eingabe oder sonstiges gemacht. Und das werden wir heute machen mit der if-Abfrage. Ja, die if-Abfrage, wie der Name eigentlich schon sagt, prüft oder fragt ab, ob ein bestimmter booleanischer Wert richtig oder falsch ist. Das bedeutet im Klartext, ich mache hier mal eine bool-Variable, die heißt einfach mal, die heißt einfach mal Kondition. Die kann entweder true oder false sein. Ich setze sie jetzt einfach mal auf true. Und wir machen hier dann unsere if-Abfrage. Die macht man einfach mit if, Klammer auf. Dann die Kondition. Und dann einen Block, also zwei geschwungene Klammern. Und da drin das, was passieren soll, wenn diese Kondition true ist. Also wenn diese Boolsche, wenn dieser boolsche Wert true ist. Ich mache da hinten noch das Konsole.readline. Dann können wir es auch schon ausführen und sehen hier, weil wir diese Kondition auf true gesetzt haben, gibt es jetzt richtig aus. Gut, was passiert, wenn wir diese Kondition auf false setzen? Dann wird gar nichts ausgegeben. Weil, wenn er auf diesen if-Block stößt und die Kondition ist falsch, dann überspringt er diese if-Anweisung einfach. Es sei denn, wir definieren dahinter ein else. Else ist, wie der Name ebenfalls schon sagt, also wenn man ein bisschen mit Englischkenntnissen gesegnet ist, dann weiß man das meiste im Programmieren schon vom Namen her. Else macht einfach, wenn diese Kondition nicht stimmt, also wenn das jetzt zum Beispiel false ist, also nicht zum Beispiel, sondern wenn das false ist, dann führt diesen Codeblock aus. Das heißt, es ist sozusagen eine Weiche. Wir kommen hier auf eine Weggabelung mehr oder weniger. Und das Programm entscheidet sich jetzt, unter Anführungszeichen, ob es diesen Weg gehen soll oder diesen. Und das wird dadurch entschieden, was hier in diesen Klammern steht, also die Kondition. Gut. Wenn wir das jetzt ausführen, ja, sehen wir eben, dass falsch steht, und wenn wir da true hinschreiben, sehen wir, dass richtig dort steht. Gut, wir haben aber vorher gesagt, wir wollen Dinge überprüfen oder vergleichen. Das können wir auch bewerkstelligen, wenn wir mal in die Funktionsweise von vergleichen, also beziehungsweise von booleanischen Werten schauen. Wenn wir einen Vergleich anstellen, wir nehmen jetzt einfach mal einen String A und einen String B. Wenn wir jetzt einen Vergleich anstellen, schreiben wir A ist gleich, also ein Doppeltes ist gleich, das ist wichtig, B. Diese Operatoren, da gibt es einige davon, die heißen binäre Operatoren oder Vergleichsoperatoren. Das sind, ich mache mal einen Kommentar, ist gleich, also Doppeltes ist gleich, kleiner, größer, kleiner gleich, größer gleich und ist ungleich. Das wären die Vergleichsoperatoren, die man so im Leben braucht, sozusagen. Und wir wollen jetzt nicht eine boolsche Variable, also wir können ja diese boolsche Variable nicht nur als true oder false schreiben, sondern auch als Ausdruck. Also zum Beispiel A ist gleich B.
Ja, das ist nicht zugewiesen. Wir müssen denen zum Beispiel da Toastbrot. Und das machen wir jetzt einfach mal auf selbe. Dann wären diese, dann wäre, wenn wir das ist der Vergleich. Und dieser Vergleich ist entweder true, wenn diese beiden Strings gleich sind, oder false, wenn diese beiden Strings nicht gleich sind. Also wenn ich jetzt da Toastbrot 1 mache, dann sind diese Strings nicht mehr gleich und diese Operation, damit auch diese Variable, wäre false. Und damit haben wir denselben Effekt wie vorher, nämlich dass jetzt richtig dasteht, weil die zwei Strings gleich sind. Und wenn wir da was verändern an einem String, wenn Visual Studio sich nicht wieder aufhängt, wenn wir da etwas verändern an einem String, dann wird das Ganze falsch ausgeben, weil diese Kondition ja false ist. Gut. Die schlauen Köpfe haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass wir diese Variable, die Bool-Kondition, dann weglassen können und einfach gleich diesen Ausdruck in die Klammern schreiben können. Und das macht man auch meistens, also man macht kaum jemals eine extra Variable, in der man das vergleicht, damit man sie dann in die If-Abfrage einfügen kann. Sondern man macht es meistens so, dass man es direkt in der If-Abfrage vergleicht. So, was passiert jetzt? Das gleiche wie vorher, es wird überprüft, sind diese zwei Strings gleich? Wenn ja, macht das true, dann steht, das müsste man gedanklich auflösen sozusagen. Das bedeutet, wenn diese zwei Strings gleich sind, dann steht hier praktisch if true. Und das bedeutet, es springt in diesen Richtig-Block. Wenn diese zwei ungleich sind, dann steht da praktisch drinnen if false, weil dieser Ausdruck ja dasselbe ist wie false. Ja, das bedeutet, so macht man Vergleiche. Wir könnten jetzt auch schauen, mit Strings geht das natürlich nicht, da müssten wir Integers machen. Machen wir zum Beispiel 1 und 4. 4. Und da können wir dasselbe machen. Also, jetzt würde das Programm falsch ausgeben, weil 1 und 4 ja logischerweise nicht dieselben Zahlen sind. Falsch. Aber wenn wir überprüfen, ob, also wir nehmen jetzt irgendeinen anderen Operator, zum Beispiel kleiner als. Das können wir genauso schreiben wie vorher, nur statt dem Doppelten ist gleich, schreiben wir ein kleiner als Zeichen. Dann würde dieses Programm richtig ausgeben, weil a ist kleiner als b. Sehen wir hier. Dasselbe gilt für alle anderen Operatoren, also jetzt wäre es wieder false, beziehungsweise beim Ungleich wäre es richtig, weil diese zwei Werte ja ungleich sind und deswegen ist das true und wir gehen in den richtigen Zweig. Ja, das ist eigentlich auch schon die ganze Hexerei bei den If-Abfragen. Ich wüsste jetzt nicht, was es mehr gibt, was man dazu sagen kann. Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge besprechen wir dann Schleifen, beziehungsweise spezifisch die While-Schleife. Und diese Folge wird mehrere Teile haben, weil es irrsinnig viele Typen von Schleifen gibt und ich für die sozusagen eine Überfolge mache, also die Schleifen, und dann die Unterfolgen jeweils While und For Each und so. Ja, bis dahin noch auf Wiedersehen.